Ein kleiner Lichtblick zwischen den ganzen Sportspielen. Willkommen zur Let's Play Nintendo 64 Folge 136. Ich weiß, hat eine Weile gedauert, aber jetzt, da ich gerade eh im Nintendo 64 Fieber bin, können wir auch weitermachen mit einem First-Party-Titel. Im Oktober 99 von Nintendo fürs Nintendo 64 veröffentlicht, von H2O Interactive entwickelt, geht es heute um Tetris, New Tetris oder The New Tetris, wie es heißt. Aber da in den ganzen alphabetischen Listen ja das The im Nachhinein auftaucht, kommt das jetzt also bei N, dieses Spielchen. Und wir sind schon im Menü, wie ihr seht. Ist, wie gesagt, ein First-Party-Titel von zwei Tetris-First-Party-Titeln. Denn Tetris 4 kommt irgendwann später, wenn wir beim Buchstaben T sind, erschien im Februar 98 ebenfalls fürs Nintendo 64 und ebenfalls von Nintendo. Naja, da reden wir gleich drüber. Wir sind hier im Menü, wie ihr seht, und können hier entweder alleine spielen, im Multiplayer bis zu 4 Leuten zocken, uns die Weltwunder angucken und eben in den Optionen uns austoben. Dann gehen wir da mal kurz rein. Wir können hier nicht viel machen tatsächlich. Wir können hier die Highscores anschauen, das oder die Daten entweder löschen oder gucken, was wir noch können. Dump Lines to Controller Back. Nein, möchten wir nicht. Audio können wir uns angucken und die Credits. Also viel mehr kann man hier nicht machen, aber hey, das Ganze ist ja auch Tetris. Die Wonders, die Wunder. Das hier sind 7 Weltwunder, denn da geht es im Endeffekt drum. Und diese schaltet man frei, indem man Lines baut, also Linien baut, Tetris-Linien dann tatsächlich. Um das Mayan-Weltwunder freizuschalten, muss ich also noch 2500 Linien bilden. Und das ist viel, aber für das russische Weltwunder brauche ich 500.000 Linien. Da seht ihr also, wenn ihr alles freispielen wollt, sitzt ihr echt eine ganze Weile dran. Naja, wir gehen erstmal ins Spiel. Und ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich kann jetzt hier als Gast spielen. Ich könnte mir hier jetzt ein Profil eröffnen, aber ich habe keinen Save-File mehr auf dem Controller-Pack. Deshalb habe ich hier auch meinen Namen nicht stehen, denn ich habe es damals echt lange gespielt. Wir spielen ohne Gegner. Ich könnte jetzt hier noch Computergegner einstellen. Das mache ich aber nicht, weil für mich gehört Tetris einfach irgendwie alleine gespielt, ohne Gegner. Aber das sieht jeder ja auch ein bisschen anders. Es gibt verschiedene Game-Modi. Wir haben Marathon, wir haben Sprint-Modus, Ultra-Modus und eben, ja, im Endeffekt sind wir wieder beim Marathon. Und dann geht's los. Und das ist es. Das ist Tetris. Sieht ein bisschen sporadisch aus auf dem Nintendo 64, ich weiß. Aber war eine ganze Zeit lang mein absolutes Lieblings-Tetris auf der Konsole. Bis eben Tetris Effect erschien. Wenn ihr Tetris Effect auf der PS4 gespielt habt in VR, dann wisst ihr, wie genial das ist. Und dann wird euch wahrscheinlich nichts mehr so stark begeistern an Tetris wie eben Tetris Effect. Aber egal, zurück zu New Tetris. Wie ihr seht, das Ganze hat dieses Weltwunder-Setting. Hinten steht ja dieser Mayan-Tempel. Und ja, um diesen dann im Endeffekt bei den Wundern auch freizuspielen, müssen wir jetzt eben diese Linien bilden. So, eine habe ich jetzt unten gebildet. Das heißt, ich habe noch 2499 Linien, die ich machen muss, um eben den Maya-Tempel da oben freizuschalten. Das Schöne ist, das ist so ähnlich wie bei Super Smash Bros. Melee damals auf dem GameCube. Alle Erfolge oder alle Ziele, die ihr machen müsst, die werden dann im Endeffekt sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer gezählt. Von daher, wenn ich jetzt mit Freunden den New Tetris spielen würde, dann würden wir uns da gegenseitig battlen und die Linien, die wir da bauen würden, die würden dann eben angerechnet werden auf die 7 Weltwunder. Das ist ziemlich cool gemacht. Ja, und das ist es. Das ist eben ganz klassisches Tetris, wie ich es eigentlich erst seit einigen Jahren gern habe. Also was ist jetzt seit einigen Jahren, aber so mit The New Tetris, was ich auch nicht zum Launch gespielt habe, sondern viel, viel später nachgeholt habe, ist bei mir so die Flamme entbrannt und ich hatte sehr viel Spaß damit. Bis dato, also bis zu dem Spiel hier, habe ich Tetris nicht sonderlich gemocht. Ich fand es irgendwie langweilig. Der Vater von einem Freund von mir hat es damals pausenlos auf dem Gameboy gespielt. Und für mich war Tetris, ich weiß, Schande über mein Haupt, aber damals so das Spiel für alte Leute. Vielleicht hat es einfach, wie gesagt, damals mit meinem Kumpel zu tun und seinem Dad, der das damals gespielt hat. Aber ich mochte es nie. Ich habe es auf dem Super Nintendo nie gemocht. Ich habe es auf dem Gameboy nie gemocht, bis ich dann irgendwann per Zufall über dieses Spiel hier gestolpert bin. Und ich habe es dann auf dem Nintendo 64 gespielt und meine Fresse, fand ich das geil. Und ich weiß nicht, aber das dürfte so mit das Spiel sein, das ich am meisten gespielt habe auf dem Nintendo 64. Was so die ganzen
Puzzle-Spiele angeht. Also der Nintendo 64 hat ja nicht allzu viele, aber nun mal auch 4 Tetris-Spiele. Eins davon ist nur in Japan erschienen, Tetris 64. Da gab es ja auch diesen BIOS-Sensor für, wo ihr dann euren Finger reinsteckt und dann hat das Spiel ja erkannt, was für einen Stresspegel ihr gerade habt und hat dafür dann auch den Schwierigkeitsgrad im Spiel angepasst. Fand ich richtig cool. Und witzig ist auch, dass Tetris 64 komplett auf Englisch ist, wenn ihr jetzt die Japano-Version spielt. Deshalb ist es schade, dass es bei uns nie hierzulande erschien. Aber Nintendo hat dann 2 Tetris-Spiele gepublished. Das eine seht ihr hier, ne, im Oktober 99. Das ist The New Tetris. Und eins hat Nintendo dann im Februar 98 herausgebracht. Und das war ja das futuristische Tetris 4, was ich noch weniger gespielt habe und ich glaube bis heute auch nicht verstanden habe. Also wenn wir uns dem Buchstaben T nähern, dann muss ich das Ganze nochmal spielen und vielleicht mit Verstand spielen. Denn ich glaube, Tetris 4 ist so ein missverstandenes Spiel. Ich glaube, das ist schon ziemlich cool, aber auch sehr eigenwillig. Naja, und eben Capcom hat ja noch Magical Tetris Challenge gemacht. Das haben wir uns ja schon angeguckt, als wir beim Buchstaben M waren. Und da waren wir uns ja alle einig, das war irgendwie nicht so geil, denn irgendwie hat sich ja früher jeder auf ein Disney-Spiel von Capcom gefreut. Ne? Die Super Nintendo und Sega Mega Drive Fans wissen ja, was für geile Disney-Spiele Capcom damals rausgehauen hat. Ja, und Tetris Challenge war dann ein Tetris-Klon mit Disney-Charakteren und der war so auf kompetitives Gameplay ausgelegt und das fand ich damals einfach bis heute auch nicht ganz so geil. Und dann kam, wie gesagt, dieses hier und ich habe auch, glaube ich, von allen Tetris-Spielen habe ich das am meisten gespielt. Klar, jetzt inzwischen mit Tetris Effect natürlich hat dieses hier einen dritten Platz bekommen, denn der zweite Platz geht bei mir an Tetris 99. Finde ich auch richtig gut, aber habe ich auch nicht so viel gespielt, wie ich eigentlich gerne hätte. Ich habe mir sogar von Tetris 99 die Retail-Fassung gekauft für die Switch. Zurück zu eben dem. Viel mehr kann ich euch eigentlich zu Tetris oder The New Tetris nicht erzählen. Das ist im Endeffekt das, was das Spiel halt ausmacht. Es ist nun mal Tetris. Aber für mich persönlich auch wirklich das eins der besten Tetris-Spiele, weil ich spiele das Ganze übrigens mit dem Steuerkreuz, nicht mit dem Analogstick, das ist Nintendo 64. Das ist so eins der wenigen Spiele, die nur mit dem Controller, mit dem Steuerkreuz gespielt werden. Was ich schon ziemlich cool finde, da gibt es viel zu wenige Spiele für. Ich finde es auch gut, dass die Entwickler hier nicht auf Gedeih und Verderb das mit dem Controller-Stick implementiert haben. Denn die Steuerung der Blöcke ist wirklich famos gelungen mit eben dem normalen Steuerkreuz. Und auch so kleine Effekte, ne? Wenn ihr jetzt seht, wenn die Blöcke nach unten fallen, wie dann die Blöcke oder die Quadrate dann im Endeffekt in den Blöcken so miteinander verschmelzen, das gibt dem Spiel so einen dreidimensionalen Touch und das finde ich ganz cool. So, dann machen wir das hier. Ach ja, übrigens, ihr merkt ja gerade, dass wir heute Dienstag haben und nun im Endeffekt eine neue Let's Play Nintendo 64-Folge erscheint. Das liegt daran, ich möchte so ein bisschen Kontinuität hier reinbringen. Ich habe früher, ist schon Jahre her, einen Let's Play Nintendo 64 Dienstag und einen Let's Play Nintendo 64 Donnerstag gehabt. Das bedeutet, zweimal die Woche, jeden Dienstag, jeden Donnerstag, habe ich hier auf dem Kanal die Nintendo 64 Folgen hochgeladen und das sorgte halt auch natürlich dafür, dass hier Bewegung reinkam und das möchte ich wiederholen oder zumindest probieren. Ich habe ein paar Folgen vorproduziert und die werden jetzt, wie gesagt, zweimal die Woche, jeden Dienstag, jeden Donnerstag nun mal hier auf dem Kanal erscheinen. Ja, und ich bin hier gerade bei 40 Lines, das ist nicht schlecht, kann aber definitiv besser. Und ihr merkt auch gerade, Tetris-typisch wird es auch alles ein bisschen schneller und die Blöcke fallen schneller und irgendwann macht man einen dummen Fehler und muss man dann von vorne anfangen und dann denkt man sich, ach, hätte ich das mal anders gemacht und das ist ja auch der ganze Reiz von Tetris. So, wie war es bei euch? Seid ihr mehr so der klassische Tetris-Fan oder sagt ihr, boah, Tetris 4 damals auf dem Nintendo 64 war der letzte Scheiß? Denn das war, glaube ich, so das letzte mutigere Tetris-Spiel, wo sich die Entwickler auch noch so ein bisschen was getraut haben. Ne? Also habe ich das Gefühl. Inzwischen wird Tetris sehr safe gespielt, auch, ich meine, von Nintendo oder selbst Tetris Effect. Auf der PS4 VR oder auch inzwischen auf der Quest ist ja
obwohl es ja in VR ist, sehr, sehr klassisch gehalten, ne? Und geht ja viel in die Richtung Musik und erzeugt halt damit eine gewisse Atmosphäre. Viel rumgespielt wird mit der Tetris-Formel irgendwie nicht mehr, seit Jahrzehnten schon. Das einzige Spiel, was ich so im Kopf habe, wo man es probiert hat, war tatsächlich Tetris. Hoppala. Tetris ist 4 damals auf dem Nintendo 64. Und ich glaube, das kam damals auch nicht so gut an. Ich glaube, nicht viele haben das Spiel verstanden. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso man dann im Endeffekt von der, von der Tetris-Formel nicht mehr abweicht. Wie seht ihr das? Habt ihr Tetris 4 damals gespielt? Ich meine, da kommen wir zwar noch zu, aber über dieses hier kann man ja nicht viel sagen. Habt ihr den New Tetris damals gespielt? Ja, nein, vielleicht. Gerne in die Kommentare damit. Und ich werde hier nochmal probieren, mehr Lines zu basteln. Habt ihr vielleicht sogar damals den New Tetris so durchgespielt, dass ihr alle Weltwunder besorgt habt? Das würde mich mal interessieren, denn ich glaube, dafür braucht man wirklich sehr, sehr viel Zeit. Wenn ich mir überlege, das russische Weltwunder schlägt mit 500.000 Blöcken oder Linien zu Buche, da sitzt man ja gefühlt Jahre dran. Naja. So viel von mir. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare. Hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß an der neuen Let's Play Nintendo 64 Folge hattet. Probiere hier wirklich jetzt mal ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Das bedeutet, wir sehen uns spätestens mit diesem Format am Donnerstag wieder. Und dann geht es auch wieder in Richtung Sport. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen doof. Wir haben gerade erstmal die Basketballspiele hinter uns gelassen. Aber wie das so ist, geht es dann am Donnerstag mit dem Buchstaben N weiter. Und was noch fehlt beim Buchstaben N ist das oder die Wortkombination NFL. Das bedeutet, wir sehen uns mit einem Footballspiel wieder. Bis dahin wünsche ich euch was, freue mich auf die Kommentare. Bis dahin, ciao!